Echt? Ja. Also da müsste man auch mal eine Regel einführen, dass man sich nicht positionieren darf und dann sagen, wir arbeiten jetzt mit den Cops. Ich werde jetzt, ich werde jetzt mal mit den Cops reden. Ey, ich frage jetzt, arbeiten die überhaupt mit den Cops zusammen oder? Ja, ganz komisch, dass Behemoth ankommt, irgendjemand auf mich schießt und dann eine Nachricht von Deutschland und sowas kommt. Ja. Und der stimmt allerdings. Das sehe ich nämlich auch so. Ja, also bei T3 sind jetzt ein paar. Dann halt der Berg, wo die immer sind. Bei TP13 sind noch ein paar Cops. Die kommen aus allen Richtungen. Na gut, man kann sie nicht verbiegen. Also, da wird auch nichts passieren. Dann geht immer nicht Schritt. Ja, dann darf man aber sowas auch nicht mehr machen, dass man die sich erst positionieren lässt, wenn die in Checkpoints sind, dann haben die 10 Sekunden jetzt, rauszugehen und fertig. Ja, das machen wir jetzt auch so. Also, für mich ist jetzt jede, jetzt ist ja eben wirklich jede Gruppierung gegen uns, oder? Oder gibt es noch eine, die nett ist auf und so weiter? Na, nee. War hat doch bis jetzt noch nicht gemacht, oder? War hat uns, hat vorhin uns überfallen und alle abgeknallt. Echt jetzt? Jo. Was ist so mit Wildhüter, Teletubbies und so? Die können wir erstmal noch in Ruhe lassen. Ja, Teletubbies sind eigentlich noch ganz okay und Wildhüter auch. Alter. Was ja, denn? Bleib doch entspannt. Hier ist ein Kopf. Du warst gerade bei mir da rumglitschen. Also bei T4 sind 3 Personen, mindestens. So, ich würde jetzt mein Hemd zurück in die Rebellenbasis bringen, einparken und dann runtergefahren kommen. Wer landet? Officer. Behemoth landet? Alter, wer war das? AEF auch noch. Alter, AEF, der hat mich angekündigt. Alter, ohne Scheiß. Der stand die ganze Zeit da mit einer scheiß Limo. Ja, ist gut. Alter. Ja, AEF fliegt jetzt erstmal vom Server wegen RDM. Ja, auf jeden Fall, Alter. Das geht gar nicht. Ich hab den die ganze Zeit eben noch beobachtet. Hat niemand eine Nachricht bekommen? Nein. Ach, gar nichts. Die sind vorne hinter uns gefahren, haben sich positioniert, genau. Und schießen sehr einfach. Da hat auch niemand angekündigt, dass sie mit Bullen zusammenarbeiten oder nicht. Wenn jetzt noch irgendwelche sinnlosen Zivilisten ankommen und RDM machen, oder reicht's langsam? Wahnsinn, ey. Und dann ist er gebannt, GG. Pass auf, jetzt geht das Gespamme los. Jetzt geht's los. Gut gemacht. Was ist eine RDM? Was einfach? Was auch? Ich kann schon die Sekunden zählen, bis irgendjemand in die Hände kommt. Ich glaub gleich mal oben im Support-Channel rein, warte mal. So, wo ist hier wer? Also bei mir ist gerade Behemoth. Ich markiere es einfach auf der Karte. Bei Nummer 6 ist Behemoth. Nummer 6 ist Restart, ne? Der ist ein bisschen von mir weggelaufen Richtung Mauer. Ob der hier ist. Ja, was ist mit dir da oben auf dem Hügel? Du bist auf Turm 3, ne? Turm 2 ist und einer drauf. Willst du versuchen runterzukommen, dass du rauszukommen hier, oder? Okay, das schießt jetzt auf mich, aber es trifft nichts. Er ist schon im Support-Channel drin. ich geh gleich hoch. Warte, was mach ich? Liv ist auch mit drin. Der war nämlich auch mit dabei. Der war der Fahrer. Auch gar nicht hochgehen, der will eh nicht mit mir reden. Oh geil, da. Yo, die arbeiten. Yo, guck mal, Büro offen für Zivis, Alter. Da siehst du, dass alle so Leute mit den Cops zusammen in einem Channel sind. Ja, aber warum, Alter? Die hat nichts angekündigt, Mann. Die müssen das ankündigen. Nee, nicht unbedingt, aber die dürfen nicht einfach schießen ohne Ankündigung. Die haben früher auch mit Leuten. Es hieß aber auch bei den BMC-Leuten, dass zum Beispiel, wenn die irgendwie mit den Cops zusammenarbeiten, das vorher im Sidechat öffentlich bekannt geben müssen. Ja, eben. Ja, gut, das ist. Ich grad nicht. Der probiert da wieder auf den Server auch zu kommen. Turm 1 schießt auf mich. Batman? Fenster? Ja. Fensterturm 1? Ah, ich weiß jetzt überall welche. Fahren wir jetzt zurück zur Base oder? Willst du versuchen runterzukommen oder nicht? Ich kümmere mich um die Lappen. Oh ja, nicht. Flash, Assassin, fahrt ihr zurück?
Ja, na klar.